Wir leben heute in einer Zeit zwischen Sterben und Tod. Siege werden nicht mehr erkämpft, sondern uns ohne Sühnopfer entgegengetragen. Die Seele der Menschen dürstet nach der Kloake, in welche sie ihren Unrat abfließen lässt. Und sie lässt sich unablässig von Lügen aus des Teufels Hintern bewinden. Früher war der Wald ein vatersinniger Schirmer und Beschützer des Menschen auf seiner Kummerfahrt durch das Weh der Jahrhunderte. Heute, nach vielen Fällungen, ist er nur noch ein dürres Buschwerk, hinter welchem Räuber, Wegelagerer und bartstruppige Stiefeldiebe Deckung finden, um ihre kleinen Geldschändungen zu begehen. Die Liedertafel Margot Honecker ist kein Esel, welcher wie Nachtigallen schlägt. Sie scharrt beharrlich und geduldig bei der Feldarbeit nach dem Samen des Guten und der Zukunft. Die Liedertafel Margot Honecker bettet sich auf struppige, hartkantige Strohsäcke und erntet die Frucht nach vätergewohnter Sitte mittels der Sichel, dem Sinnbild der Arbeit, während der kommunistische Hammer polternd gegen den Erdenball schlägt. Die gereifte Beere darf nicht allein den räuberischen, klugsinnigen Anschlussgewinnlern und ihren Büddeln überlassen werden, welche stets sich blähen und fremdgesäte Menschenfrüchte einernten wollen. Der Klassenfeind und seine hochbestallten Schwatzbuden schranzen, winden sich in einem faulig blähenden Verdauungsprozess, in welchem flotte, geschmeidige Emporkömmlinge gierig zusammengeraubte Reichtümer umstülpen. In zerschlissene Bettelgewänder eingehüllt, durch Hader zerklüftet, von bleierner Abgabe froh niedergebrochen, geknechtet, werden die schaffenden Stände von den anschwellenden Verrohungen und Hässlichkeiten des digital-faschistischen Notebook-Raubrittertums wie mit einem armseligen Zehrpfennig beköstigt und in umgepflügte Armengräber eingebettet. In prächtige Brokatgewänder und miefige Pfaffenkutten sogenannter Wissenschaft eingehüllt, drehen die specknackigen Schergen der Anschlussverbrecher beständig an den Körnermühlen der Wohlfahrt. Denn je ärmlicher der Bettler ist, desto reicher erscheint das Almosen. Die wäscht, verliest und entstiehlt die Früchte. Sie rührt an die Wurzel der Dinge, sammelt gar in einem Körbchen die von der Feldernte zurückgebliebenen Stoppelehren ein. Die Seele der Menschen läutert sich. Die Seele reinigt sich vom Staube jener Räuberhöhle, zu welcher diese Erde gemacht wird. KID ist nicht, wie alle anderen, eine Partei, welche auf Befehl geliebt werden will. Sie mengt ihr rotes Fruchtkonzentrat nicht eine vernünftige Betroffenheitstränenbrühe hinein. Die KID ist eine Kampfespartei, welche unendlich mehr Feinde denn Freunde hat. Die KID stochert nicht klafterweise in Kochbüchern, um ihren nächsten Irrtum vorzubereiten. Sie schreckt die Menschen nicht dadurch von der Lehre ab, dass sie für alles ein Kochrezept bereithält. Sie hält zwar Schwerter, aber nicht, um nur mit ihnen zu fuchteln, sondern um neue große Siege zu erstreiten. Sie schärft aber auch nicht immerfort die Klinge, denn eine Klinge immerfort geschärft bleibt nicht Klinge. Eine Grütze, immerfort gezuckert, bleibt nicht Grütze. Die Partei schafft Zusammenhalt durch Stärke, lenkt den Zorn auf die Hochgeschwindigkeitsbarbarei des digitalen Mittelalters unserer Epoche zum sozialistischen Weltenaufstand empor. Die Vernunft, unsere Vernunft, kommt auf einer höheren Ebene zur Geltung.
Der Same eines Sowjetdeutschland, der Same eines Sowjeteuropas wird gesät und wird in der von der Partei gut gedüngten Ackerfurche gedeihen.